Willkommen beim letzten Video zum Arbeitsblatt Quadratische Funktionen. Wir beschäftigen uns hier mit der Scheitelpunktform, zeigen Zusammenhänge auf, sodass wir sie verständig anwenden und grafisch deuten können, besonders im Hinblick auf Verschiebungen. Du sollst dafür die Funktionsgleichung einer quadratischen Funktion in Scheitelpunktform kennen und wissen, wie man Funktionsgraphen nach links, rechts, oben oder unten verschieben kann. Nimm dir Zeit, das Fenster selbst durchzulesen und fülle alle Lücken aus, die dir schon klar sind. Es heißt, der Scheitelpunkt der quadratischen Funktion g mit g von x gleich a mal x² ist. Wir haben also diese Funktionsgleichung gegeben und den dazugehörigen Funktionsgraphen. Der hat die typische Form einer quadratischen Funktion, nämlich eine Parabel. Aber es ist nur sehr schwach eingezeichnet, in Grau, man sieht es kaum. Und zwar deshalb, weil wir ja noch gar nicht wissen, wie diese Parabel genau aussieht. Wir kennen den Wert von a nicht. A könnte zum Beispiel 1 sein. Wir haben dann g von x gleich x². Aber a kann genauso gut 2 sein. G von x gleich 2x². Dann wäre die Parabel steiler. Ist a gleich 1/2, dann wäre die Parabel flacher. A kann auch negativ sein, zum Beispiel a gleich minus 1. Wir haben g von x ist gleich minus x Quadrat und das ist dann eine nach unten geöffnete Parabel. Egal welchen Wert wir für a einsetzen, diese Parabeln haben aber immer diesen Punkt gemeinsam. Der Scheitelpunkt ist 0, 0. Die Parabeln haben noch etwas gemeinsam. Sie sind alle symmetrisch um die y-Achse. Man sieht es auch in der Funktionsgleichung. Ich kann hier ein x einsetzen und das inverse x davon, also das negative x, und es kommt genau dasselbe heraus. Ich mache ein Beispiel, x gleich 4, dann haben wir 16a. Setze ich x gleich minus 4 ein, minus 4 mal minus 4 gibt auch 16a. Das heißt also, wenn ich dann x gleich 4 hinüberwandere und den Funktionswert hinauf, komme ich bei x gleich minus 4 genau auf denselben Funktionswert. Außer beim Scheitelpunkt. Bei x gleich 0 ist die einzige Stelle, an der ein Funktionswert nur einmal erreicht wird, in diesem Falle eben 0, und das ist genau der Tiefpunkt oder Hochpunkt. Gut, wir schreiben also hin, der Scheitelpunkt ist auf jeden Fall 0, 0. Weil wir schon dabei sind, Zusammenhänge aufzuzeigen, können wir doch gleich überprüfen, ob dieser Scheitelpunkt wirklich richtig ist für diese Funktionsgleichung. Wir nehmen also die allgemeine Funktionsgleichung in Scheitelpunktform her. G von x ist gleich a mal Klammer x minus xs Klammer zu hoch 2 plus ys und setzen die Koordinaten des Scheitelpunktes ein, also 0 und 0. Das ergibt g von x gleich a mal Klammer x minus 0 Klammer zu hoch 2 plus 0 und wir erhalten g von x ist gleich a mal x². Also hier haben wir gezeigt, mit dem Scheitelpunkt 0, 0 erhalten wir diese quadratische Funktion. Gut, ich blende alles aus, wir gehen weiter. Wir verschieben den Graphen von g um xs-Einheiten nach rechts und um ys-Einheiten nach oben. Also diesen ganzen Funktionsgraphen um xs-Einheiten nach rechts und um ys-Einheiten nach oben. Nach rechts verschieben geht, indem wir minus xs in das Argument schreiben und ys-Einheiten nach oben einfach hinten plus ys. Wollen wir es ausmultiplizieren, setzen wir das Argument in die Funktionsgleichung ein. Wir erhalten a mal x minus xs in Klammer hoch 2 und hinten plus ys. Das kommt uns schon bekannt vor. Lesen wir weiter. Die quadratische Funktion f mit f von x ist gleich a mal Klammer x minus xs Klammer zu hoch 2 plus ys hat ihren Scheitel also im Punkt s gleich,
Wir sehen, das ist das Gleiche. Und wir haben ja hier die Funktion um xs nach rechts und ys nach oben verschoben. Also hat sich auch der Scheitelpunkt 0, 0 genau um diese Werte verschoben. Das heißt, wir haben hier den Scheitelpunkt xs, ys. Bestätigt auch wieder, was wir vorhin schon gelernt haben, dass wir aus der Scheitelpunktform den Scheitelpunkt einfach ablesen können. Ich hoffe, dir haben die Videos gefallen und vielleicht sehen wir uns bei einem anderen Arbeitsblatt.